Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Es ist 7. Januar 2019. Es ist die zweite Sendung in diesem Jahr und ich spreche mit Klaus Mindrup. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter aus Berlin und sehr engagiert im Genossenschaftswesen. Wir reden heute darüber, weil es ein Thema auch in der Politik ist und jetzt ständig wird. Sie sind morgen in Brüssel, reden in Brüssel drüber, denn man braucht dazu auch ein Regelwerk aus Brüssel. Und gestern war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Junggründer und Genosse. Dazu wollten Sie noch was sagen. Ja, das Interessante ist, dass sich jetzt eine Tendenz auch durchsetzt bei vielen Gründerinnen und Gründern, dass sie nicht nach dem amerikanischen Prinzip, wir fangen an und verkaufen dann unser Unternehmen, auch ihr Unternehmen langfristig behalten wollen. Und dafür ist natürlich der Grundgedanke der genossenschaftlichen Kooperation sehr wichtig, weil Genossenschaften sind ja eben auch demokratische Unternehmensformen. Das ist sehr wichtig. Also die Stimmenmehrheit hängt nicht an den Anteil, an der Höhe der Anteile, sondern angenommen, wir würden zusammen mit mehreren anderen eine Genossenschaft gründen und Sie würden 1 Million bei Ihrem guten Einkommen einlegen und ich hätte nur 10.000. Schön wär's. Genau, ja, aber wir hätten beide dieselben Stimmrechte und die anderen, die mitmachen würden, hätten ebenfalls. Es geht also nach dem Kopfprinzip und es ist auf Dauer angelegt und es ist ein Ansatz der Kooperation. Und das ist eine Grundphilosophie, die vielen Gründerinnen und Gründern ja auch naheliegt, dass sie etwas natürlich ökonomisch erfolgreich sein wollen, aber dass sie eben auch etwas für die Gesellschaft tun wollen, dass sie etwas Dauerhaftes tun wollen, das mit dem schönen Begriff der Nachhaltigkeit, also etwas, was sozialverträglich ist, was natürlich im Prinzip auch wirtschaftlich sinnvoll ist und oftmals haben diese Menschen auch eine ökologische Verantwortung. Und die Grundidee ist natürlich, dass wir eben wegkommen von, ich sage jetzt mal, solchen Konzernen, die dann im Prinzip uns komplett beherrschen, wo wir dann also neue Oligopole haben, sondern dass wir zu einer teilenden Gesellschaft kommen. Und dabei spielen Genossenschaften eine wichtige Rolle. Und das ist was typisch sozusagen Mitteleuropäisches, was eben auf der einen Seite den Einzelnen fördert, aber auf der anderen Seite nicht dieser sozusagen rücksichtslose Manchester-Kapitalismus ist, den viele im Blick haben. Also von daher bin ich da sehr gespannt und ich hoffe, dass wir es auch noch schaffen, weitere genossenschaftliche, ich sag mal, Gewerbezentren in Berlin zu entwickeln und auch genossenschaftliche Strukturen zu entwickeln, auch zum Beispiel, um entsprechenden Gründern über Eigenkapital zu helfen. Das kann man ja auch genossenschaftlich organisieren. Auch das Thema Energiegenossenschaften ist ein wichtiges Thema. Das passt da alles rein. Was ist das denn? Energiegenossenschaft. Sie sind, glaube ich, in irgendeiner Energiegenossenschaft im Süden Deutschlands engagiert. Ja, wie kommt das denn zustande? Wir haben selber in unserem Haus, in dem ich wohne, eine eigene Energiegenossenschaft. Das heißt, wir haben eine Wohnungsgenossenschaft und wir haben eine Genossenschaft, die die Bewohner in dem Haus mit Strom und Wärme versorgt. Wir haben ein sogenanntes Blockheizkraftwerk, also so einen Motor im Keller. Und anders als diese Braunkohlekraftwerke, wo 60% der Abwärme durch den Kühlturm nach draußen geht und nicht genutzt wird, haben diese Blockheizkraftwerke eben eine Effizienz von weit über 90%. Und dann haben wir noch eine Photovoltaikanlage und den Reststrom, den wir dann nicht selber erzeugen. 5,50 € Miete. Ja, wir zahlen auch sozusagen unsere Warmnebenkosten sind ja auch niedriger. Ne? Wobei das ist sozusagen ein Durchschnittswert und das ist jetzt, ich lebe jetzt in einem einzelnen genossenschaftlichen Haus, da muss man jetzt präzise sozusagen und wir machen so ein paar Dinge noch sehr experimentell. Da haben wir, wie gesagt, noch mal eine eigene Energiegenossenschaft, das ist auch nicht die Genossenschaft, bei der ich im Aufsichtsrat bin. So, aber um das mal klarzustellen, wir bekommen dann den Strom von einer Genossenschaft wiederum, die sich im Schwarzwald gegründet hat nach der Katastrophe von Tschernobyl. Da kriegen Sie Strom aus dem Schwarzwald nach Berlin geliefert? Ja, die haben überall in Deutschland sogenannte Rebellenkraftwerke, die sie unterstützen. Und die haben Rebellenkraftwerke, genau, das hört sich gut an. Genau, die haben sich gegründet in einer Zeit, als es in Deutschland eben noch keinen Konsens gab, dass wir aus Atomenergie aussteigen sollen. Und die haben dann im Schwarzwald ihr Stromnetz übernommen. Also ähnlich wie Berlin jetzt von Vattenfall das Stromnetz als Stadt Berlin zurück übernehmen will und eine Genossenschaft sich beteiligen will, hat dort eine Genossenschaft in Schönau, bekannt durch den Fußball-Bundestrainer, gesagt, wir kaufen unser Stromnetz selber. Und die sind aus ganz Deutschland unterstützt worden und die haben dann eine Mehrheit im Gemeinderat bekommen. Als der Vertrag nach 20 Jahren ausgelaufen ist, haben die ihr Stromnetz übernommen. Und dann haben die angefangen, Photovoltaikanlagen zu bauen, Blockheizkraftwerke zu bauen, Windkraftanlagen zu bauen, Nahwärmenetze zu bauen,
und auch weitere sozusagen Stromversorgung zu übernehmen. Und das ist ein sehr interessantes, total innovatives Unternehmen, wo viele Menschen aus Deutschland sich beteiligen. Und sie bieten deutschlandweit Ökostrom an, als einer von wenigen Anbietern, die wir da haben, echten Ökostrom. Also nicht nur irgendwas, wo ein Zertifikat draufgeklebt wird, sondern es ist echter Ökostrom. Und EWS heißen die und die sind sehr bekannt. Die Gründergeneration hat den Deutschen Umweltpreis gekriegt vor ein paar Jahren. Es geht also, und das ist der Grund, weshalb ich so lange mit Klaus Mindrup, dem Bundestagsabgeordneten der SPD, darüber rede, nämlich um zu zeigen, dass selbst in dieser Stadt es funktioniert. Und dann kommt eben die politische Frage, die ich eben schon mal gestellt habe. Warum kommt nicht der regierende Bürgermeister oder die regierenden Parteien zu Ihnen und sagen, lieber Klaus, du bist doch Genosse von uns, bist SPD-Bundestag, jetzt erzähl uns doch mal, wie wir das auf Gesamt-Berlin ausdehnen, damit wir die Mieten endlich runterkriegen. Die kommen schon. Wobei jetzt das Versprechen, dass wir die Mieten runterkriegen, kann ja keiner geben. Weil Berlin wächst ja unglaublich stark. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, in einer Zeit, wo wir weiter stark wachsen, wie gehen wir mit unseren letzten verfügbaren Flächen um und wen fördern wir? Und das kann eigentlich nur ein Zusammenhalt sein zwischen kommunalen Gesellschaften und Genossenschaften. Aber wir müssen auch natürlich mit Brandenburg zusammenarbeiten. Wir bauen jetzt als Genossenschaft in Brandenburg neu und wir müssen im Grunde genommen in der Region arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja die überwiegende Anzahl der Wohnungen sind ja im Privateigentum. Da müssen wir jetzt vom Mietrecht her was machen. Das steht ja in diesem Jahr auch an. Mietspiegelrecht nochmal anfassen. Das Recht der Modernisierung haben wir im letzten Jahr gemacht. Also wir werden sicherlich dafür sorgen müssen, dass der Schutz der Bestandsmieter auch besser wird. Und dann müssen wir natürlich neu bauen. Und das, was wir neu bauen, muss so sein, dass man auch nochmal in 50 Jahren sagen kann, das war was Vernünftiges. Und da ist genossenschaftlich richtig. Da gibt es ja Genossenschaften wie die 1892, die heißen ja 1892, weil die sich 1892 gegründet haben und die Raiffeisen stammt ja auch aus der Zeit. Natürlich. Und die haben bis heute machen die eine super Geschäftspolitik. Ja, und sie sind ja ein Vorreiter davon, wie man es hört, mit einer Begeisterung. Genau, da kann man das nur sagen, wenn ich durch die Stadt fahre, die Fläche hätten wir gerne zum genossenschaftlichen Bauen. Da können Sie davon ausgehen, dass es da demnächst auch ein paar Vorschläge von mir geben wird. Ja. Sind Sie genauso engagiert in der Umweltpolitik? Ja, das gehört ja zusammen. Natürlich, ja. Das ist ja dieser Grundsatz, dass wir eben die soziale, die ökologische und die wirtschaftliche Frage zusammendenken müssen. Und ich bin in meiner Fraktion der zuständige Berichterstatter für das Klimaschutzgesetz. Und das wollen wir in diesem Jahr verabschieden. Und wir haben ja im Augenblick eine Situation, dass wir einen Klimaschutzplan haben. Der hat die Bundesregierung beschlossen. Aber wir haben kein Gesetz, den der Bundestag beschlossen hat. Und wenn der Bundestag ein Gesetz beschließt, gibt es vorher natürlich eine viel breitere Beteiligung. Also der Öffentlichkeit, Anhörungen, eine viel breitere Diskussion. Und am Ende wird es im Gesetz auch gefasst. Und das ist meine Aufgabe in der SPD, dieses vorzubereiten. Und das ist tatsächlich, wie Sie sicher sehen können, eine schwierige Aufgabe. Wir reden dann auf der einen Seite über die Industrie und die Umstellung unserer Stromversorgung, siehe das, was in der Strukturwandelkommission diskutiert wird, also wie gehen wir mit der Kohle um und jeder weiß, dass Kohleverstromung auslaufen muss aus Klimaschutzgründen. Dann geht es um die Frage, wie organisieren wir unseren Transport? Das ist ja auch wichtig. Also wie sozusagen mit Diesellastwagen, ist doch klar. Ja, ich glaube, das ist auch jedem klar. Nicht so ernst gemeint. Nein, ist ja, wenn Sie sich angucken, wie in anderen Ländern die Elektromobilität durchkommt. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Übergangszeitraum und da will ich sozusagen einen modernen Diesel überhaupt nicht verteufeln. Aber es ist die Zeit sozusagen der fossilen Verbrenner ist auch endlich, läuft auch aus. Und dann geht es um den Gebäudebestand, um die Landwirtschaft. Also wie machen wir im Grunde eine Wirtschaft in Deutschland, die auf der einen Seite naturverträglich ist und das Klima nicht belastet. Und im Augenblick belasten wir das Klima sehr stark als Deutschland, viel stärker als von unserem Bevölkerungsanteil, den wir eigentlich haben auf der Welt. Und wie schaffen wir gleichzeitig, Deutschland als Industriestandort zu erhalten? Wird diese Fragestellung von allen Parteien im Ausschuss getragen oder gibt es da Leute? Klare Antwort, nein. Nein, wir haben natürlich auf der extrem rechtspopulistisch, fast faschistischen Seite sozusagen, haben wir Menschen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen und es ist aus meiner Sicht unverantwortlich. Und wir wissen, dass der menschengemachte Klimawandel oder die Erhitzung der Erde, Erderwärmung ist ja viel zu freundlich ausgedrückt. Es geht um die
Erhitzung der Erde, dass das ein großes Risiko ist, dass sich dann also auch Extremwetterereignisse vermehren, dass das ein Problem ist für die Küstenregionen aufgrund steigender Meeresspiegel, dass es aber auch selbst für uns in Mitteleuropa ein Problem ist, weil das Wetter funktioniert nicht mehr so normal, wie es früher funktioniert hat. Jetzt die Wochenende in Bayern, Schnee über alles. Ja gut, das gab es früher immer, aber die Extremereignisse nehmen zu und das größte Problem bei uns ist, dass wir immer mehr also früher gab es sozusagen einen regelmäßigen Wechsel zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten und jetzt haben wir die Situation im letzten Sommer gehabt, dass wir eben ein sehr stabiles Hochdruckgebiet hatten und dementsprechend viel zu wenig Niederschlag und wir hatten auf der anderen Seite ein Jahr vorher extrem starken Niederschlag, weil die Tiefdruckgebiete nicht abgezogen sind. Das hängt mit Veränderung des Jetstreams zusammen und das ist etwas, was Klimaforscher schon vorhergesagt haben. Haben Sie manchmal so eine innere Unruhe, dass Sie sagen, die Legislaturperiode ist nur noch 3 Jahre, es ist viel zu wenig Zeit, um das alles umzusetzen? Nein. Also wir haben eine ganz klare Marschrichtung. Also das Klimaschutzgesetz mit einer Planung sozusagen bis 2030 muss Ende dieses Jahres verabschiedet sein. Das ist auch entsprechend vorbereitet. Wir haben in der SPD, arbeiten wir seit einem halben Jahr in dieser Fraktion an einer Arbeitsgruppe. Wir hatten vorher eine Arbeitsgruppe, die in der alten Fraktion gearbeitet hat und wir sind da sehr gut drauf vorbereitet. Und meine Aufgabe ist natürlich auch jetzt sehr intensive Gespräche zu führen, auch mit den Betroffenen. Das heißt also mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Branchen, wo es um den Strukturwandel geht, auch mit der Industrie, mit den Kommunen, mit den entsprechenden Organisationen. Denn ich will ja nicht wir wollen ja nicht ein Gesetz machen, was den Menschen übergestülpt wird, sondern das Gesetz braucht eine Akzeptanz, damit es lebt und damit es uns auch wirtschaftlich voranbringt. Das kann ich Ihnen nur wünschen. Gutes Gelingen in 2019. Die erste Woche ist um in diesem Jahr. Ich berichte gerne im Sommer, wo wir sind. Herzlich willkommen wieder. Und dann werden wir mal abhaken, was Sie alle schon hinter sich gebracht haben. Vor allen Dingen in der Frage Genossenschaften. Genau. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Sie haben zwar gesagt, mit der Mietensenkung oder Mietenbegrenzung ist nicht so einfach, aber mit den Genossenschaften ist zumindest ein Weg. Natürlich. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt geht es wieder ans Werk. Diese Woche ist noch sitzungsfrei, aber nicht arbeitsfrei. Nee, wir haben Klausurtagung der Bundestagsfraktion, Auftakt, Klausur Donnerstag, und nächste Freitag. Woche ist dann geht es wieder richtig los. Plenum. Genau. Ja? Und dann wird geliefert, noch in diesem Jahr. Und da freue ich mich drauf. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, nächste Woche Montag aus dem Bundestag, 20:15 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.